Yuchi, Leute! Willkommen zurück zu meinem Let's Play Earthbound! Ich bin Paisiety und häng mal wieder da fest! Weil Nesta irgendwie nicht durchkommt. Warum auch immer. Naja, wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube... Ne? Gut, machen wir wieder den Trick 17 namens Teleporter. Und knallen wogegen. Wo sind wir jetzt? Oh, scheiße. Okay, hauen wir mal auch und wir spielen jetzt immer aus, damit wir wissen, welche Schwachstellen das hat oder sie hat. Ja, klar, dass es vorher nicht ordentlich mag. Das... Ach du Scheiße! Oh, nee. Ja. Oh, verdammt, ich bin zu langsam. Oh, komm. Oh, nee, sie ist tot. Na toll. Ja, wie denn auch, wenn sie tot ist? Toll. Ich habe jetzt total dein... Okay. Boah. Scheiße. So eine dumme Pflanze. Okay. Und Paula. Ach nö, nicht schon wieder. Du Scheißviecher, auch zu nerven. Also, erstmal... Heißt du dich mal lieber? Paula, du setzt mal einfach Feuer ein. Weil das Vieh scheiße ist. Und Jeff, du benutzt einfach deine Bazooka. Um den richtig einzuheizen. Ja, das Viech hier scheiße. Okay, ist kein Viech, es ist eine verdammte Pflanze, eine Blume. Boy, was für ein Scheißviech! Na, hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt. Oh, Candy Inside? Moment mal, ein Felsenlutscher? Wir haben einen Felsenlutscher? Sind wir hier Gorone oder was? Wenn du eatest, ich... Aha. Okay. Ich habe aber langsam ein anderes Problem. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Gehe ich überhaupt richtig? Ach toll, da ist wieder Ali! Tut mir leid, Ali. Ich bin zwar ein Fan von dir, aber nimm es mir nicht übel, wenn ich eigentlich keine so große Lust habe, mit dir irgendwie zu tun zu haben, weil du bist ja ein böses Krokodil oder ein Alligator. Krokodil, wie erkennt man einen Alligator und... der Unterschied zwischen Alligator und Krokodil, kennt ihr? Ja, die Schnauze und... Wer bist du? Ich muss mit dir sprechen. Also, wer ist aber? Ich bin Rups. Der schon wieder, der mir wieder die Ohren voll rülpst. Deswegen bist du auch so knallrot. Hast du Chili gefressen oder Ketchup gesoffen? Okay, was auf Chancys nehmen. Puh.
Ich glaube, das heißt Kotze. Der sieht ja scheiße aus. Versuchen wir mal. Ich glaube, der mag kein... Ja, du spinierst ihn nochmal aus. Okay. War mal ein Versuch wert, Leute. Okay. Muss ein bisschen aufpassen. Paula? Du frierst immer ein. Jeff? Du benutzt eine Bazooka? Und wenn wir mal sehen... Na toll. Ach du schon, ja, super, jetzt vergiftet er uns, oder wie? Habe ich hier irgendwie was, was ich nehmen könnte? Ja. Machen wir mal. Paula. Versuchen wir mal. Jeff. Ach, versuchen wir mal. Auweia. Okay, war auch ein Versuch wert. Nicht daran denken. Ja, toll, auch nicht. Ja, also. Live up. Nee, was mache ich da? Ich muss doch heilen. Das hoffentlich. Weil ihr geht's nicht ganz gut. Paula, du wirst jetzt weiter in Angreifen, oder? Also, scheiß auf die Bescheidenheit, das wird mir überhaupt nichts bringen. Ach, ja, er mag ja keinen frieren. Nutzt seine neue Kraft PS Starstorm. Oh! Pike Starstorm! Jo! Was aber fast defeat. Bei Ali hat es ein bisschen länger gedauert. War auch spannender. Wollte das Geschenk wirklich haben? Okay, Fliegenhorn funktioniert bei denen nicht. Puppet. Wow! Wow, wieder neu. Wir müssen mal Paula wieder gesund machen, ob nicht funktioniert das. Okay, es ist 49. Der Kampf war wirklich nicht so lange gewesen. Und ich muss auch sagen, ich finde den Gegner irgendwie eklig. Was heißt irgendwie? Der rülpst und kotzt vor sich hin. Und... haben wir mal Paula. Gut. Wo müssen wir eigentlich hier lang? Okay, wir sind gleich da. Okay, hoffentlich kommt da jetzt nicht irgendwas, was uns nur umbringen will. Ja, da kommen wir nicht lang. Nee, warte mal noch ein bisschen da.
GPS. Danke, Ali, dass du diesen Trick gezeigt hast. Das ist echt super. Dann werde ich halt nicht so nervös. Weil ich kurz vorm Sterben bin und so. Zumindest denke ich das. Und wir sind eigentlich... So. Nee, warte bis... Ja, komm her, Schmetterling. Wir brauchen dich. Aber kein... Hey, wie kommt es, wieder zurück bist und so. Und ja, ich freue mich ja auch. Ich habe euch so schrecklich vermisst und so. Nicht. So, Motto, Puh, ist wieder da. Und dann gehen wir weiter mit der Party und so. Ja. Hi. Das sind die Tendras. Unterhalten wir uns noch ein bisschen. Riaschai. Oh. Hallo? Okay. Was ist das hier? Merkwürdiger Müll. Okay, wir gehen mal ein bisschen herum. Das mag man sehr so gerne. Well, ja, lass uns sehen. Das ist... Todesstrahl. Moment mal. Okay, nee. Da wir eine Spitze haben, essen wir sie alle gemeinsam. Und so feiert auch, dass Puh wieder zurückgekehrt ist. Und da sollen wir mal sagen, Pizza sei ungesund. So, jetzt können wir das nochmal mitnehmen. Ach, Mülltonnen sprechen nicht. Sind die sonnig gesprächig? Ich vergesse es immer wieder. Ich glaube, das ist eindeutig für einen Jeff, weil ein Todesleser. Habe ich doch gesagt, Todesleser. Da fällt mir was ein. Das können wir ja wegschmeißen. Du sollst ja jetzt nicht wegschmeißen. Hä? Ich kann es nicht wegschmeißen? Ernsthaft? Wir sieht nämlich niedlich aus mit einem kleinen Ärmchen. Hotel. Ist das hier ein Hotel? In so in ein Loch. Wir haben. Hi. Bleiben? Okay, du bleibst. Entweder sie können nicht mit dir sprechen. Oder der ist so schüchtern, dass er keine vernünftigen Sätze vorbringt. Also rausbringt, vorbringt, bla bla, oder hervorbringt oder so. Der hat Hörner. Warum hast du Hörner? Warum haben die anderen keine Hörner? Realschei. Rumor, I heard a book to fix Chinese series. Where? Don't know. Just a rumor. Okay, das war robotermäßig. Oh, heiße Quelle. Oh yay, das ist geil. Du sagst auch, du bist schüchtern, oder? Mann, da kann ich nur sagen, Ali, das wird dann drüber gebracht. Ja, wovon rede ich, oder wovon ist ich? Wie kann ich überhaupt was... Na klar, geht natürlich nicht, weil die so schüchtern sind, dass es nicht so klappt. Und da oben ist der Magic Butterfly. Ja, reizend, Dude. Da komme ich auch hoch. Sehr so, es gibt nur einen Tender, der ist nicht schüchtern. Und das bin ich, Kumpel. Weißt du was? Nee, da ist irgendwas Furchtbares. Nee, was Schreckliches aus... Da ist irgendwas Schreckliches, was aus dem Untergrund kommt. So, darum haben wir das Loch verstopft. Da leben wir eine Menge Dinosaurier. Nee, ich kam so... Aber ich kam zurück, weil ich war so überrascht. Da ist ein sprechender Stein. Das redet viel. Du willst das sehen? Ich verstehe, aber... Ich sehe nicht so stark, aber ich bin nicht so stark, wie ich aussehe. Und es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Der Kerl neben mir ist stark.
Aber es... fehlt ihm eine Fähigkeit... Es fehlt an die Konzentrationsfähigkeiten. Er muss sein... er muss seine Schüchternheit überwinden. Schüchtern, das sind wir alle. Oh. Okay, da... Tasse Kaffee trinken wir nächstes Mal. Obwohl, soll man mit 13 schon Kaffee trinken? Funktioniert übrigens, was das Telefon? Tatsächlich, das Telefon funktioniert. Was ich aber nicht verstehe, warum zur Hölle kann ich fliegen ohne die wegschmeißen? Ich meine, das Zeug bringt mir doch gar nichts mehr. Jo. Ja, hol mal das ab. Ich brauch den Scheiß nicht mehr. So, und warten wir, bis der Express-Heini hier vorbeikommt. Und dann wird gespeichert, als wäre der Feierabend. Wo kommt er eigentlich her? Da ist doch kein Eingang. Oder habe ich da was verpasst? Ja, ja. Ich kann ihn fliegen. Ich verstehe das nicht. Wieso kann ich das nicht wegschmeißen? Weil ich brauche den nicht mehr. Rucksack ist doch tot. Oder täusche ich mich da? Ach, sieh mal. Ein Code of Defense kann ich auch abgeben. Ja, da ist doch was. Moment. Ach, da ist Fliegenhonig. Ich dachte, hä? Ich denke, ich hab's nicht wegschmeißen können. Okay, gucken wir mal. Und auf Fliegen. Moment mal. Hey! Das Falkenauge ist weg. Wo ist das hin? Das ist ja merkwürdig. Das ist ja echt merkwürdig, dass wir das Falkenauge nicht mehr haben. Also das heißt, wir haben es nur einmal benutzt? Ist ja interessant. Du hast doch irgendwas, was du abgeben könntest. Nö. Let me just confirm you. Ja, bla bla bla. Ja, genau. Yep. Ja, das ist korrekt. Wo kam der her? Hier ist nichts. Also, ich bin irgendwie immer überrascht, wie das gehen soll. Aber, naja. Es sollte schlicht ergreifend nur mal eine Möglichkeit geben, dass man seinen ganzen Scheiß ablegen kann, wenn man ihn nicht mehr braucht. Aber ein bisschen... Also, darum erkläre ich halt mir das. Ja, das ist aber Nintendo-Logik. Was sagt, besagt die Nintendo-Logik? Sie besagt... solange das Spiel dadurch spielbar bleibt, ist Logik eh unwichtig. Scheiß auf Logik, ist eh überbewertet. Obwohl ich mal ehrlich bin, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute gerne Logik und bzw. interne Logik mit Realismus verwechseln. Wenn ich höre, boah, der Kerl kann so hoch springen, das ist voll unlogisch. Wenn jemand sagen würde, das ist voll unrealistisch, wird es ja hinhauen. Aber voll unlogisch, weil... Wieso? Nun, nachvollziehbar. Und solange die interne Logik in einer Geschichte funktioniert, who cares? Aber wenn die interne Logik sich da widerspricht, dann ist das nicht mehr so prickelnd. Aber jetzt hören wir auf mit dieser Besserwisserei. Jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Und hören mir noch so ein dummes Gelaber an der Motto, bla bla bla. Ist, ja. Was steht denn hier? Nee. Jetzt habe ich den 6 vergessen, weil ich wissen wollte, was eine Minute hier auf sich hat. Ja, so sahen die Dinge aus, die Monitore. Ja, aber jetzt ist erstmal Schluss. Oh Gott, ich habe meinen eigenen Text vermasselt. Das tue ich gerne. Hehe. Ja, bis zum nächsten Downtime mit Nest und seiner Company.